Da ist die Goblin-Rune, die wir uns gewünscht haben, oder wie? Das sieht hart nach der von mir gewünschten Goblin-Runde aus, meine Süßen. Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Was nehme ich noch mit dazu? Eine Enchantress einfach. Okay, wir wollten den Kurier noch ziehen, Leute. Lass mal den Kurier noch mitnehmen. Grab, 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 grab. Teppichträger, Teppichträger, Teppichträger. Oh, jedes Mal dieser Mac. Das ist der beste Low-Star, finde ich, von der Optik, aber. Bringt uns alles nix. Goblins sind toll. Definitiv. Vor allem mit dem neuen Item. Also eigentlich geht es mir die 3er Max halt mit dem neuen Item. Das wäre halt ein Ding. Das wäre ein Ding. Oh, ich nehme den Blue Master schon mit. Mir ist egal, was ihr sagt. Man hätte jetzt auch eine Runde warten können und dann Furion und den Schaden noch doppelt mitnehmen können. Aber Runde 2 schon Brewmaster und Runde 3 dann instant den Techie Drop. Es gibt keinen Techie Drop, nevermind. Das hat sich schon erledigt. Okay, vielleicht spielen wir auch Pandas, Leute. Panda wäre die andere Option. Bait? Weiß ich nicht. Ich hätte Bock auf eine Panda-Runde. Und ich habe so oft irgendwelche Legendary Drops die letzte Zeit durchfliegen sehen. Dass ich da ja auch ein bisschen neidisch drauf bin. Dafür bräuchten wir aber einen Ork rein. Also Orks mit Drop wäre natürlich optimal. Ich glaube, wenn wir Dreier Pandas hätten, ne? Ne, die sind generell anders, ne? Boah, ist eine gute Frage jetzt. Egal, wir bekommen jetzt einfach einen Bordergon und das Raptor Drop. Ich fühle das. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es das was wird. Ich habe da irgendwie ein gutes Gefühl dabei. Shadow Drop brauchen wir gar nicht versuchen. Das fängt schon mal nicht gut an mit den Item, mit dem Mech-Item. Aber wir haben zumindest schon mal zwei. Oh, bitte gib mir eine Crown. Denk 2 ist so ein Traum, Early. Das ist kein Tinker 2. Ich habe erst zwei Tinkers. Außerdem wollte ich den Charnot reinstellen für möglichen Ork-Drop. Ach komm, gib mir doch einfach das andere Ding. Übrigens, man kann Mithril-Hammer schon in der dritten Kiste ziehen. Die Diskussion hatten wir ja gestern mal. Man kann Mithril-Hammer schon in der dritten Kiste ziehen. Enchanted, I'm sure. Weil wir das letzte Mal noch davon hatten. Da hast du ihn. Ja, jetzt habe ich ihn, das stimmt. Nee, also dass ich ihn mitnehme, war mir klar, dass ich den mitnehme. Also ich wusste schon, dass ich ihn mitnehme. Also ich hatte ich nie gesagt, aber ich hatte ja kein Gold, den direkt zu kaufen. Und ich wollte halt erstmal den Juggernaut spielen. Also zu kaufen hatte ich auf jeden Fall den Plan. Also theoretisch können wir später noch dieses Ding bauen. Dafür bräuchten wir halt die zwei Items. Und dann ist die Frage, ob das Late Game Sinn ergibt. Jetzt sind wir auf Max auf einmal schon. Lul. Wo kommt das denn jetzt her? Boah, wenn wir jetzt gewinnen, könnten wir auf 10er Gold schon gehen. Was für dich Juggernaut ist es für mich Snapfire. Na, wie gesagt, es ging mir bei Juggernaut gerade eher um den Drop, nicht mal darum. Juggernaut ist eine starke Unit auch, finde ich. Aber keine OP-Unit jetzt, aber eine starke Unit. Aber es ging mir gerade wirklich einfach hauptsächlich um den Drop. Und dreh dich doch mal, Timbersaw. So, geh mal auf Echo. Ich glaube, die Rolls benutze ich noch gar nicht. Also ich habe auch gerade gar nichts offen, was ich hochziehen kann. Wenn ich jetzt wenn ich zwei Pärchen hätte, würde ich es glaube ich rollen, aber ich habe nicht zwei Pärchen, also ist das eher nicht interessant. Es gibt die Runde auch Shrinker, wir haben schon einmal gelevelt. Also ich weiß echt nicht, ob ich die Runde Gommen zocken will. Hallo Lukas, moin moin. Moin Lukas. Wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Junge, das war richtig süß, ey. Wunderschönen guten Tag.
Geplant übrigens Stream heute bis so 13 Uhr rum, irgendwas circa in der Richtung. Oder kommen die Rockets geflogen? Ihre. Oh. Junge, er hielt nicht genug gegen. Ah, war das close. Das war dezent close. Boah, ich habe schon viel gewonnen. Ich würde schon, ich glaube, ich gelevel ab auf jeden Fall. Und dann gucken wir Runde 10, ob wir Shrink Ray bekommen. Wir können Shrink Ray auf Level 5, können wir gut mit Shrink Ray trotzdem, könnten wir trotzdem gut die Goblins spielen. Aber ich will jetzt die Wins mitnehmen weiterhin. Deswegen gehen wir Level ab und stellen ihn dazu. Die Frage ist, ob der Brewmaster ein Bait ist. Nicht lange da. Ja gut, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Arbeiten gleich wieder. Dann wünsche ich dir gleich wieder viel Spaß beim Weiterarbeiten. Vierer Trolls und ein Hex. Um eine Juggernaut wäre wichtig. Ah, Juggernaut ist nicht, nicht Juggernaut. Ja gut, ich habe auch falsch gesagt. Shadowfiend meine ich natürlich. Und damit habe ich auch selber schon, dass ich verkacke. Komm, die schon mal. Ja, und er macht das aber nicht gegen ihn. Ach, scheiß Bad Rider Feuer. Das Bad Rider Feuer ist richtig brutal irgendwie gerade. Bait meinst du, weil kein weiterer Panda kam bisher? Puh. Aber was ist, wenn jetzt einer kommt? Was ist, wenn jetzt einer kommt? Oder eine Quop kommt jetzt? Quop. Wir haben jetzt eben Runde verloren. Also stärker wären wir eh nicht gewesen, auch durch Bounty nicht, ne? Also der hat viel mehr Leben, dafür hat er die eine schlechtere Ult. Also stärker wären wir es nicht gewesen durch ihn. Durch den Bounty. Hat eine schlechte Gegnerrate irgendwie für uns. Auch eher so Fernkämpfer alle, die nerven mich. Ihr bekommt so eine Sechster im Lotto. Ja, ich zeig dir mein Sechster im Lotto jetzt gleich mal. Ich zeig dir meinen Sechser im Lotto. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Und Shen ist eine starke Unit. Und Shen ist halt schon eine stärke Einheit. So, spielt noch jemand Goblins außer uns? Also theoretisch können wir Goblins echt gut durchziehen, wenn wir Shrink bekommen, sollten wir es auf jeden Fall versuchen. Vielleicht mit dem Element Dismiss. Hätten wir halt den Dagon 2 bekommen, wird die Runde ganz anders aussehen. Wir hatten so schön die ersten zwei Items und dann kam die Crown im dritten Roll. Wie immer kam die Crown dann nicht. Es ist halt wirklich immer der gleiche Struggle. Generation Ray. Sollen wir den Grievous Egg einfach nehmen? Dem Chen, ne? Ja, komm, ich hab Bock, oder? Ich hab Bock aufs Grievous Egg. This one's on me. This is Dr. Klinker. Ah, das hat sich wieder richtig gelohnt, die Rhodes zu nehmen. Die Rhodes haben sich mal wieder richtig gelohnt. Welchen Parade at its best?
Ich hasse X. X gonna give it to me. Sollen wir versuchen, Chat auf 3 zu ballern? Wär schon ein Träumchen. So richtig Goblins werden es auch nicht mehr. Werden die Runde. Ja, okay, Chat ist schon das erste Mal nicht gewachsen. Danke schon mal für die Hoffnung, die du mir hier mitgibst. Ja, manchmal gönnen die Pandas halt einfach nicht, was soll ich sagen. Manchmal gönnen die einfach ja nix. Natürlich hat er den Deng bekommen. Nur eine Einser, aber trotzdem ist es stark. Oh, was für Gegner unterwegs sind. Ich komme mir vor, als ob ich eigentlich ein recht starkes Team habe. Ich kassiere einfach dauerhaft auf meinem Feld. Das besteht ja auch nur aus Stun, dieses Team. Und aus Magic Damage, Alter. Stun, Stun, Stun. Magic Damage, Magic Damage, Magic Damage. Außen halt Pure Damage. Das ist ekelhaft. Sollen wir ihn rausnehmen, um stärker zu werden, den Chen, oder versuchen wir ein Level 3er Chen wäre halt cool. Wie funktionieren die neuen Pandas? Die neuen Pandas, du hast eine 10% Chance immer noch und dann gibt es 3er Pandas und wenn du 3er Pandas hast, hat jeder Panda, den du spielst, eine 7% Chance, sich selber zu droppen. Also das ist, glaube ich, schon ein ziemlicher Panda-Nerf overall, ehrlich gesagt. Weil du verlierst diese 25% Chance, die, glaube ich, war mit 4er Pandas. 3er, lass dir noch ein bisschen wachsen. Du verlierst diese 5, ich glaube 20% Chance, was bei 4er Pandas, die du verlierst, und diese extra Drop Chance nur noch 7%. Der Vorteil ist, du hast diese 7% schon nach 3er Pandas. Das ist halt das Gute daran. Aber ich glaube trotzdem, dass es halt insgesamt ein harter Nerf ist. Was aber jetzt nicht so schlimm ist, Pandas waren schon sehr stark. Aber wenn man halt selber so eine Panda-Runde hat, mal so eine Lucky, war das schon immer witzig. Ja, zum Glück sind die Gegner hier nicht anstrengend, Alter. Ich glaube, der Chen 2 hätte uns halt sehr viel Schaden sparen können, aber für die coole Runde wäre natürlich ein Chen 3 Game cooler. Er wächst aber schon wieder nicht, Leute. Nee, ich fühl's nicht. Da ist er eindeutig schon einmal zu viel nicht gewachsen jetzt. Also er ist schon, von 3 Runden ist er nur einmal gewachsen. Und dann ist es mir halt doch irgendwie so dumm, ehrlich gesagt. Weil ich sehe ja schon wieder Kombi, das auf keinen Fall funktioniert. Jo, bis dann, Lukas. Hat mich gefreut, dass du kurz vorbeigeschaut hast und viel Spaß dir. Grrr. So, kurzer Webcam-Check. Funktioniert sie wieder? Ehrenlos. Funktioniert nicht wieder. Drück gerade ein bisschen was rum bei der Webcam. Aber es bringt alles nichts. Es bringt alles nichts. Er hält es aber 9 Runden an dem Blue. Ja gut, der Blue hat mich aber nicht schwächer gemacht lange, ne? Droak. Und ich habe immer gelöscht. Wenn ich Gold machen konnte, habe ich ihn immer wieder rausgelöscht nach und nach. Nur hat er mich, wie gesagt, er hat mich sehr lange, hat er mich nicht schwächer gemacht. Aber ob ich einen Blue stelle oder einen Bounty an der Level 1. Plus die Drop-Chance. Ich glaube, ich stelle jetzt auch den Bounty wieder raus, weil ich will lieber dann. Die Runde bekomme ich eh nichts. Und gehen wir noch das Level. Löschen euch wieder. Ja, komm, du kannst zurück, es passt schon. Nach und nach hast du nach 9 Runden erst einen zweiten bekommen. Ja, das ist richtig. Aber wenn ich, als ich zum Beispiel Chen drin hatte, wenn da ein Ding gekommen wäre, einen Warlock oder ein Disruptor, dann würdest du jetzt anders reden. Oder ein zweiter Panda natürlich auch, und ein dritter Panda auf Schnelle. Alles in die Richtung.
Aber Pandas wurden, glaube ich, echt genervt. Ich glaube, Pandas braucht man echt nicht mehr so hart tryen. Eher dann auf Legendary Drops vielleicht noch. Ich glaube, ansonsten sind die Pandas echt hart rausgenommen worden. Die Wölfe sind aber ein easy Snack. Ach komm schon, wieso bist du so zu mir, Spiel? Wieso bist du so zu mir? Mal alles dem Tinker reindrücken. Beste Carry aller Zeiten. No grave for you. Wie wär's denn mit einer Dingsrunde, Leute? Es gab Arkwarden auch, ne? Also wir könnten noch auf sowas gehen. Wieso hast du das nicht verstanden, wenn ich fragen darf? Also hast du es technisch nicht verstanden, wie das funktioniert, oder hast du nie verstanden, warum es das gibt in dem Game? Wir können auch jederzeit halt Losing Streak reinstellen, aber ich fühle mich halt eigentlich relativ stark trotzdem noch. Das einzig Traurige ist, dass die Rolls mir wirklich gar nichts gegeben haben. Oder hatten wir diesen Gen 1 in den Rolls drin, hatten wir zumindest einen Gen 2 dadurch mit dem Ei zusammen in Kombination. Kann mein Gen mal nochmal spawnerig machen? Ne, schafft er zeitlich gar nicht. Wenn er noch meine Ultschaft stirbt, nochmal die Schirm, die zwei nochmal weg, immerhin. Und dann macht er vielleicht sogar One-on-One die hier. Yes, ihre. Gonna roll. Gonna win. Das technisch nicht verstanden, ne? Ja, ist ganz einfach. Du hast mit den Pandas hast du halt eine Chance, eine Unit gedroppt zu bekommen, deren Rasse du auf dem Feld hast. Das heißt, wenn du dann Dwarf als Rasse auf dem Feld hattest und du hast einen Charocopter auf dem Feld, kannst du statt einem anderen Panda kannst du auch einen anderen Dwarf gedroppt bekommen, weil du ja Charo droppt und einen Panda auf dem Feld hast. Und wenn du jetzt einen Dwarf gedroppt bekommst zum Beispiel, kann es entweder kann ein Charocopter sein oder es kann halt ein Sniper sein. Das heißt, wenn du Sniper und Pandaren reinstellst, hast du eine relativ hohe Chance, einen Charocopter gedroppt zu bekommen. Deswegen haben sie immer sehr viele gespielt mit Charocopter Drop, weil es gibt halt nur Sniper ansonsten. Heißt Dwarf Drop, heißt 50-50 auf einen Charocopter oder halt einen scheiß Sniper. Bei Warlocks ist es ähnlich, Orks. Orks, die Chance ist auch relativ hoch, weil es gibt zwei Legendary Orks, die sehr stark sind und einen Shen, der auch schon early sehr stark ist. Das heißt, du hast drei Chancen auf gute Drops und drei Chancen auf schlechte Drops, falls ein Ork Drop kommt. Und das heißt, du hast sogar davon ein Drittel Chance auf richtig geilen Legendary Drop, wenn beide Orks im Pool drin sind. Also, das sieht man, glaube ich, am häufigsten wirklich Ork Drops und halt Gyro Drop von Legendaries. Weil da die Chancen relativ gut stehen. Nee, Sniper kann man nicht mehr bekommen. Hey, wie man kann Sniper nicht mehr bekommen? Check ich nicht. Ach, man bekommt nicht gedroppt, was auf dem Feld ist. Das macht es ja noch. Also gut, das haben die. Gut, das haben, dann haben die es jetzt geändert damit. Ich habe ja gerade erzählt, wie es früher auch war. Vertrag meinte, er hat nicht verstanden, wie es früher war. Aber ich wusste, trotzdem wusste ich es nicht, dass die das geändert haben. Also bekommt man jetzt. Also, es ist wirklich legend so, wenn ich jetzt Panda stelle und Sniper, kann nur noch Charocopter Drop kommen oder ein anderer Panda. Beziehungsweise, wenn ich Panda lösche, kommt, also wenn ich Panda dismisse und Sniper und Brewmaster und Sniper reinstelle, habe ich einen hundertprozentigen Charo Drop, wenn ein Drop kommt. Ich habe dann 100% Charo als Drop. Weil es kann dann ein Dwarf kommen dann. Ach krass, und dann bekomme ich 100% Charo. Das ist ja, kann es ja komplett abusen jetzt wieder. Das macht es ja noch einfacher, wenn man dann die Goblins schon mitnimmt, auf 6er Max zu gehen. Das sollte ich mal probieren dann. Hört sich gut an. Hört sich sehr gut an. Wenn man es selber spielt. Ach Mann, wieso haben denn alle schon so starke Units? Die Runde ist tough, muss ich zugeben. Die Runde ist richtig tough. Da sind echt starke Teams am Start schon. Aber wir können mithalten immerhin. Wenn der jetzt rauskommt, dann killen wir noch mindestens ihn hier weg. Wobei er gerade seine Ult macht, ne? Hat reicht trotzdem, okay. Boah, was für Teams hier schon wieder unterwegs sind. Krank. Egal, wir machen gleich einen schönen Akir-Switch. King auf der Akir-Switch. So, Leute, nochmal ganz kurz. Wecki, wecki, wecki.
Ich habe noch nie gesehen, dass so viele Leute die Runde verlieren. Alle außer der Erste haben ihre Runde verloren. Junge, was ist für eine harte... Aber alle haben Probleme. Alle haben Struggle mit ihrem Match gerade. Wirklich alle. Das ist krass. Alle sind sie am Struggeln. Warte mal, kann ich schon fast die Dings stellen hier eigentlich? Ich kann schon fast hier Goblin stellen. Das wäre natürlich gleich nochmal ein kleiner Boost für mein Team. Wenn wir die Full Goblins hätten. Das würde ich nicht nein sagen. Würden die zwei Warlocks rausstellen dafür. Vielleicht ziehen wir auch gleich einen Alchemist, dann müssen wir nicht mal Wizard spielen, ansonsten spielen wir Wizards halt. Immerhin haben wir Full Goblin Buff jetzt stehen. Bin ich eigentlich ganz schnieke. Thanks. Versucht den Snapfire nachzuspawnen. Ich habe leider keine Unit, der ich so richtig geil die Items geben kann. Vielleicht sollten wir sie einfach. Wobei er hat einen Magic-Schaden, deswegen macht Trident schon auf ihm am meisten Sinn mit den zwei Doppeldingen. Und dann können wir gerade die zwei Dinger eben auch drin gelassen einfach. Why not? Ich glaube, ein Level würde ich noch gerne gehen, bevor ich Rollen anfange, oder? Ich meine, jetzt haben wir zumindest die Full Goblins, die uns trotzdem keine Runde gewinnen lassen. Irgendwie kann in Runde 20 ein Full Goblin Team mit Shen 2 so beschissen sein. Holy shit. Was ist denn hier los? Leute, das sind tatsächlich hier gerade richtig harte Runden, die am Start sind. Machen Ober das Mist, das heißt, ich muss die Wizards erstmal eine Weile spielen noch. Das heißt aber auch, du kommst nicht mehr rein. Ich bin dumm, ich hätte die eine löschen können, hätte ich ein Gold sparen können. Hätte ich die eine auf dem Feld gelöscht, die zwei Gold gekostet hat, hätte ich alle drei für ein Gold haben können. Das habe ich ein Gold gewastet. Toll. Da fehlt mal wieder vollkommen der Skill. Man kann es nicht anders sagen. Wir bekommen nur ein Macroll. So, dem Snapfire nachspawnen funktioniert gerade ganz gut. Boah, ein Level wäre halt schon wichtig. Ein Level noch wäre eigentlich schon wichtig, Leute. Die Chancen auf Forsters gehen von 17 auf 25%. Das Level 9 ist schon echt ein harter Call. Wir gucken mal die nächsten zwei Runden noch an. Wenn wir die nächsten zwei Runden keinen Schaden bekommen, können wir uns, glaube ich, das Level Up erlauben. Eigentlich ist das Team stark, das wir haben, Mann. Wir haben Full Goblins, Alter. Wir spawnen den Snapfire auf 2 nach. Generell haben wir ja den Gen 2 auch einfach damit. Wir haben alles so auf 2 auch. Eigentlich ist es total gut, oder? Also die Runde ist schon krass, was da unterwegs ist wieder. Da gibt es auch die Teams der MI drin. Sniper-Elk hat er. Na, soll er machen. Vor solchen Eggs habe ich weniger Angst, weil selbst wenn er den auf 3 bekommt irgendwann, dann ist es halt ein Sniper 3, der stark ist, aber es ist keine so eine Unit, die eine Runde entscheidet zwingend dann am Ende, wie jetzt, wenn er da jetzt ein Doom oder ein Chen oder ein Snapfire oder irgendwas drin hat. So, gönnen wir mal einen Snap. Danke. Guck mal, gegen den würde ich wieder hart auf die Fresse bekommen auch. Kannst du mir nicht erzählen, was hier abgeht.
Kannst du keinem erzählen. Wenn er noch den Dragonite und den Colt gleich hochzieht, dann ist der richtig brutal. Da ist ein Warlock schon. Und Warlock Mars bauen wir natürlich nochmal eine andere Liga. Aber wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir könnten übrigens damit auch einen Switch auf Orks machen jetzt. Dann sollten wir uns auch noch offen halten, einen Ork-Switch zu machen. Also Full Orks. Ja, wir brauchen eigentlich nur noch einen Demon für Full Orks. Und einen Wizard. Und noch ein bisschen bessere Units vielleicht. So, Warlock hat sogar geultet noch, das ist gut. Das wird auf 2 nachgespawnt, das ist auch gut. Unser Snapfire kann jetzt auch so ein bisschen fighten. Nee, es geht darum, dass ich Strohak, dass ich es gerne mit 4er Wizard spielen würde. Und 4er Wizard, also wenn ich jetzt 2 Orks stelle und 4er Wizard, darf ich keine andere Kombination haben, dass damit die 2er Orks auf 6er Orks hochgehen. Also 4er Wizard macht er dann, da darfst du nur eine Comp haben und die Comp geht dann hoch auf, dann auf die Full Comp, also auf 6er Orks. Wenn ich jetzt aber den Lion spiele, dann habe ich noch Demon Buff dazu. Wenn ich aber einen zweiten Demon spiele, dann geht der Demon Buff wieder weg, weil der kaputt geht davon quasi. Und das war so der Plan. Also einen Rubik und einen Doom beispielsweise. Und dann müssen wir die Goblins noch rausmachen. Aber dann können wir einfach ihn rausnehmen, ihn und nochmal einen hier, 3 Stück. Aber gut, wir spielen auch, das läuft auch gerade ganz gut mit den Goblins, glaube ich. Deswegen müssen wir es nicht zwingend machen. Auf Dauer würde ich eh dann, glaube ich, nochmal was anderes spielen. Auf Dauer sehe ich mich eher bei Akir halt gleich. Eine Markierswitch. Wir haben schon zwei einzelne Chance für einen schönen Spawn. Arkwon gibt es auch die Runde. Mit ihm hätten wir noch einen Warlock-Buff dann später. Also schauen wir uns das mal an. Ich werde in Runde 30 spätestens mein ganzes Gold verrollen. Weil ich noch hier Family Discount habe, das will ich noch nutzen. Oh ja, gut, okay, nice. Wir haben endlich mal den Decken jetzt. Das ist schon mal gut. Wir geben alles dem Chen, damit der alte Chen überlebt, damit er schnell Mana hat. Ja, doppelt habe ich ja schon. Ich habe ja doppelt Chen schon, der gut spawnt. Ich glaube, ich bin mit dem Akir-Team jetzt schon mal ganz zufrieden, ehrlich gesagt. Aber es fehlen natürlich klar noch mehr Doppelte, das ist keine Frage. Overall fehlen die noch. Aber ich habe jetzt schon mal diesen Doppelspawn mit Chen. Jetzt habe ich den Akir auch noch gezogen. Darum passt es eigentlich. Ich würde auf jeden Fall die Brutmother tauschen, muss ich aber sagen, gegen einen Venomancer für Warlock-Buff. Und für mögliche Beast vielleicht später mit irgendwas. Okay, ich würde die doch nicht tauschen, hat sich erledigt. Ich glaube, Brutmother kann man mal spielen eine Zeit lang. Ich habe mich spontan umentschieden mit dem, dass ich tauschen würde. Lol. Ein guter Carry wäre noch nice. Wir haben eigentlich ganz gute Carry-Items. Also könnten wir Snapfire vielleicht nachher wirklich als Carry spielen. Einfach noch Snapfires und Arcwands ziehen. Eigentlich ist das alles, was ich brauche. Gut, wir können übrigens auch ihn tauschen. Vielleicht tausche ich den Sand King dann später gegen einen Venomancer. Wobei der schon auf 2 ist. Wie wichtig ist halt, wenn wir es ohne Beast spielen, wie wichtig ist der Warlock Buff? Der Warlock Buff der 2 macht halt fast gar nichts. 5% Lifesteal ist halt wirklich nix.
Und Sand King Stun ist eigentlich ganz nice. Vielleicht, wir spielen es glaube ich ohne zwei Warlocks. Versuchen wir mit dem, was wir jetzt haben, da möglichst weit zu kommen. Und jetzt sind wir ja auch gerade richtig stark geworden mit dem Switch. Die Blue 2 hat halt auch übel reingelackt. Ich finde aber heute, wir haben heute echt, also auch die erste Runde, ne warte mal, das ist die dritte Runde jetzt schon, ne? Was war denn die erste Runde nochmal? Auf jeden Fall retten wir uns heute, aus schwierigen Situationen retten wir uns heute ganz gut raus. Also die letzte Runde war eigentlich safe, irgendwie so einer der letzten Plätze von dem, was wir hatten. Und haben es noch im zweiten gerettet und haben sogar im ersten gekämpft einigermaßen, wobei die Legion am Schluss unzerstörbar war. Die hat ja zu lange mit Stacks hochcarryen können. Wir haben nur einen Akia-Spawn jetzt gerade. Ey, ich will nicht angerufen werden, was soll die Scheiße? Nur Doppel-Chen ist schon lecker. Vielleicht bekommen wir echt sogar die Runde noch einen Chen 3 hin. Haben wir Warlock nachgespawnt. Haben wir es er nachspawnt. Magnus, hä? Wieso heißt denn der Azurimir? Was soll denn die, der Quatsch, der heißt doch nicht Azurimir, Alter. Der eine heißt Magnus und der andere heißt Centaur, aber wieso stand da Azurimir dran? Was ist das für, was ist das denn? Jetzt steht Magnus dran, hä? Bin ich dumm? Hab ich mich verdrückt gerade? Hab ich viel verlesen? Hab ich mich verschaut? Hallo Rage Mark, moin moin. Und die hätten wir mal noch mitnehmen können. Nämlich so für Beast plus Dings hier entschieden. Ach, mein Kurier ist das. Aber ich hab doch den. Ich hatte. Ach, ich bin so dumm, lol. Ich dachte doch, ich kenne das irgendwoher auch. Ja, aber ich hatte doch den nicht angeklickt gehabt, oder? Dachte ich. Guck mal, Wall schafft die Ult, ist optimal und dann stirbt er. Viel besser kann sich laufen. Damit er nachgespawnt von meinen Gensies. Und Brutmother wird nachgespawnt. I like this. Boah, ich glaube, ich spiele es ohne Dooms dieses Mal, Leute. Wir haben schon genug anderes Zeug, wir spielen es diesmal ohne Doom. Die können wir auch löschen für 2 Gold. Die werde ich eh nicht hochziehen, die Runde. Komm, nehmen wir die 2 Gold mit. Wir rollen jetzt trotzdem nochmal, wir investieren jetzt nochmal unser ganzes Gold, Leute. Und versuchen nochmal, hier schöne bessere Unit zu ziehen. Aber der Ding hat sich erledigt, der LD auch. Quop. Arc worden, sehr schön. Mein Shen, okay. Venomancer, nochmal Monkey King, auch wichtig. Der juckt nicht. Junge, hätte ich hier mitgenommen, hätte ich Gold machen können damit inzwischen. Dr. Klinker. Wenn wir noch einen von ihm hier ziehen, wenn wir ihn noch ziehen, dann haben wir den noch auf doppelt. Dann müssen wir aber echt nochmal den Warlock rausnehmen. Aber nee, dann nehmen wir einfach den Tinker raus, nehmen wir mal. Der Tinker macht ja eh gar nichts mehr. Ja, es hat 0 Gold gekostet, hat der Tinker hier unten. Das ist eigentlich das Quatsch, um zu löschen, der bringt uns aber halt auch nichts, ne?
Ich bin gegen keinen anderen Lackierspieler. Der Magic-Schaden bringt uns leider auch ja nix. Tja, der Chen wäre jetzt ein übelster Bait, glaube ich. Wenn wir jetzt den Chen hochballern auf 3, das würde uns komplett zerstören selbst. Um Chen auf 3 zu machen, bräuchten wir ein paar andere Seeds und wir bräuchten uns, also vor allem weitere Snapfires vielleicht. Also chillen wir erstmal noch, gehen Level, stellen den einzelnen Chen rein. Und gucken dann, dass wir anderes Zeug hochgelevelt bekommen. Root raus und Chen rein. Wenn ich die Blutmane rausstelle, wäre meine Theorie zumindest, dass ich meinen Akir verliere. Das wäre meine Theorie. Ob das in der Praxis wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber die Theorie wäre es mal. Und ich glaube, das wäre nicht so gut. Und wir nochmal einen schönen Spawn hier. Oh, der kam nicht durch. Könnte aber trotzdem reichen. Wichtig. Nochmal Kohle geben. Was bringen eigentlich die Zentauren? Hab das Update gar nicht mitbekommen, finde. Die sehen nur hässlich aus. Die, wenn du 2er Zentauren hast, stürmen die am Anfang der Runde, stürmen die auf die Gegner beide drauf, direkt am Anfang und stunnen und machen auch, glaube ich, ein bisschen Damage bei den Gegnern. Ist ganz gut gegen Corner Combi Mages und sowas, wenn am Anfang der Runde die erstmal gestunt werden, alle, die auf dem Haufen stehen. Schön finde ich sie aber auch nicht. Wenn man meint, ich dachte, der Sand King wäre noch auf dem Feld. Nee, gegen den Sand King habe ich mich entschieden inzwischen. Weil die Blutmale ja stärker als der Sand King auch ist, denke ich. Wenn der Mangeking erstmal anfängt, ist halt vorbei für den Gegner, aber der wurde weggekillt leider. Aber es wird Zeug nachgespawnt. Ihre. Hallo Weltmeister, mein Moin. Moin Ginty. Ja, nach Runde 35 kommt ihr auf jeden Fall noch ein, haben wir nochmal einen doppelten Shen. Oder einen dreifachen Shen sogar. Eine Anti-Mage. Junge, Anti-Mage hat sich einfach nur nicht. Ich muss gerade wegen dem. Ich habe es gerade dreimal durchlesen müssen, bis ich den Schatz hat weitergelesen. Ich habe gerade gedacht, irgendwie eine Kombo mit Anti-Mage, wirklich. Anti-Mage-Kombo wäre nur Nagas mit Zentauren. Ja, könnten wir auf jeden Fall machen. Aber gut, dann kannst du halt theoretisch auch einfach Naga spielen mit Ricky zum Beispiel. Da geht ja auch übers gegnerische Feld und stunt die erstmal weg. Aber wobei das eher gegen Dranks gut ist. Also Naga, ich denke, Naga Centauri wird auf jeden Fall recht stark sein gegen Mages. Aber dafür muss der Gegner kann ja auch, der muss ja die Mages nicht zwingen, der muss die ja nicht zwingen cornern, ne? Ich würde Centauri wirklich als gegen Corner Strat eher sehen. Also auch wenn der Hunter spielt, der Gegner ist ja auch gut dagegen, wenn er gecornert hat. Weil die Mages kannst du ja auch immer noch splitten. Aber Nagas ist natürlich gegen Mages immer gut, klar. Das ist eine Dreier-Mars hier? Die ist sehr stark, ja, ist eine Dreier-Tatsache. Oh, die Mars ist schon brutal. Oder war der Stun, der war wichtig? Oh, ich bekomme die vielleicht nicht down, wenn es dumm läuft. Mit dem Heal dazu noch. Oh, Belly Fury und der Lifesteal, den sie hat. Oh, das war aber auch eine schwere Geburt, leck mich am Arsch. Hallo Bosti, moin moin und hallo Lukas. Hello, hello everybody. Ich mach mal schon mal den, die Autokombination aus. Guck mal, da sind sie alle am Schlüssel. Wir müssen auf jeden Fall das hier gleich noch verteilen irgendwie.
Das Schöne ist, ich glaube, ich habe wirklich alle Items auf ihn. Das heißt, ich habe nachher alle Items wieder ready bei mir im Pool drin. Wie baue ich den Hex im Zweifel dann nachher? Ja, bin ich auch nicht so weit weg von. Besiegt man erstmal den Drachen. Gucken wir uns die Items an, die wir bekommen. Dadurch, dass der eine Mage spielt, wäre es halt echt Pipe wahrscheinlich das Beste sogar. Gibt es aber keine Pipe. Boah, aber Deng 5 müssen wir bauen, Leute. Auch über dem und sowas. Deng 5 ist ein Muss. Deng 5 führt kein Weg dran vorbei. So, wir basteln kurz um. Und zwar zuerst auf den. Wo ist es denn hier? Zuerst ballern wir Deng 5 raus. Dann sammeln wir hier ein bisschen ein. Deng 5 bleibt auf. Bekommt, oder wir machen es Arc Warden für Doppel Deng 5. Ne, komm, wir ballern ihn voll. Warte mal, was ist hier drin? Oh, das ist schon nice, ihm beides zu geben damit. Lifesteal noch. Und dann noch das hier. Im Optimalfall überlebt er einfach alles und ballert alle paar Sekunden den Deng 5 raus. Dann sollte er mit seinem Deng einfach mit seinen Items an sich carryen. Okay, also gegen den Mage-Typen haben wir schon ganz gut gecarried. Hier fehlt ihm halt noch einiges seiner Items. Wobei, es geht sogar, das meiste hat er sogar bekommen noch. Ja, Deng 5 war der richtige Call. Das ist ja komplette Zerstörung, Alter. Hohoho, ist das schön. Ah, Deng 5 macht schon Spaß. Tower Defense heißt Tiny Tower, spielst du nur, okay. Joa. Ich spiele das Spiel hier schon. Ich spiele ganz gerne mal eine Runde hier. Okay, theoretisch, wenn wir ihn hochziehen würden, hätten wir wieder Platz. Jetzt könnten wir nochmal Dooms und so anfangen zu sammeln auch. Jetzt ist mal die Frage, wann die Runde noch geht, na, aber. Theoretisch haben wir jetzt Level 3, die in die richtige Richtung gehen, dann können wir noch andere Forsters anfangen zu sammeln. Also Snapfire auf 3 würde ich aber auch gerne mitnehmen. Mal gucken, vielleicht ist die Runde auch schon vorbei, bevor ich noch was mache. Also das Team ist jetzt schon richtig geil. Und Snapfire mit Deng 5 ist halt komplette Zerstörung. Und die anderen Items sind halt auch gut auf ihm. Selbst das hier zum Beispiel macht gar keinen Sinn, weil ich keinen Mech brauche eigentlich, aber es sind halt einfach. Es ist einfach perfekt. Naga Resistance und halt nochmal Mithril Hammer drin. Die Naga Resistance wollte ich ihm eh geben. Stormcrafter comes. Okay, das Snapfire musste noch sein, dann Double Disruptor noch rein, gib mir noch Orc Buff und gib mir zwei Legend, also Triple Legendary. Das ist fein für mich. Und die zwei Doppelten haben wir trotzdem noch. Die drei Doppelten quasi immer noch mit Disruptor. Ah, Snapfire, du bist ein Träumchen. Du bist ein Träumchen. Du bist komplette Zerstörung, Snapfire. Ah, ist das schön. Als ob das Team davor nicht eklig genug wäre, stellt ein Snapfire 3, der alles rausballert, was geht, Alter. Und selbst diese OP-Maus, die kann da nichts gegen machen. Und 6er, 11 hatte er, ja. Ja, komm, machen wir den auch noch fertig, why not? Hauptsache, wir haben alles durch. Die sind auch skintechnisch, passen die ja übelst gut zusammen. Also das ist ja skintechnisch wohl die geilste Kombination, Alter, die es geben würde. Die Ausstellung ist Quatsch, aber ich gewinne wahrscheinlich sowieso gegen ihn.
Aber die Skins zusammen, so Chen und Snapfire 3 ist ja mega cool. Haha, ist das nice. Und trotzdem noch Doppel Disrupt und Doppel Monkey King und eins Monkey King Seed. Wobei Seed technisch maybe sogar schlechter ist, so, ne? Kann sein. Guck mal, wir gewinnen das gar nicht mehr so easy. Oh, das ist closer als mir lieb. Ist die Ausstellung natürlich auch nicht mehr so nice. Oh, ein BKB wäre halt noch vielleicht ganz, ganz smart auf ihm zu haben. Reicht auch für den Brin und für die Streak noch zu halten. Okay, wir sammeln zumindest ja auch den Doom hier noch. Aber es macht mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen nochmal. Imagine, wir verlieren die Runde jetzt. Das wäre mal krisentechnisch richtig belastend. Mal gucken, was wir jetzt hier gleich basteln können an Item. Brauche auf jeden Fall gute Ults von dem Boy hier. Aber wenn die so stehen, sollten die Monkey Kings sehr gut rauskommen, um zu stunnen. Ja, das gefällt mir gerade auch nicht, dass er nochmal überlebt hat. Sollen wir nochmal Nagas sammeln, um auf Safe zu gehen jetzt? Wäre wahrscheinlich vernünftig, nochmal Nagas mitzunehmen. Wenn wir sonst 4er Nagas gleich oder 6er Nagas vielleicht sogar stellen, mit Chen 3 und Snapfire 3 sollte es auch ausreichend sein. Stimmt, ich kann ja die auch nochmal mehr rollen. Das ist ein guter Call auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Call. Habe ich jetzt gar nicht mehr drüber nachgedacht gerade. Ich würde es aber eigentlich gerne ohne Nagas durchspielen. Komm, wir spielen es ohne Nagas. Theoretisch ist auch noch Monkey King 3 jetzt drin. Welche Korb? Immerhin bauen wir gerade so das maximal coole Team raus noch. Aber wir verlieren auch teilweise Runden, das gefällt mir nicht. Okay, hier hätten wir ihn aber besiegt auch, ne? Darum. Das Doppelte lohnt sich halt immer weniger von Arc worden. Oh, 9 von 10 ist ein guter Call. Wir wollen ja noch, dass die Runde eine Weile geht, weißt du, deswegen. Wir wollen ja noch, dass die Runde eine Weile geht. Aber selber wollen wir die Streak halten, das ist ganz wichtig. Aber auf seinem Feld wollen wir verlieren. Ne, war natürlich ein Lost, ne? Also. Brauche ich ja keinen Schmarrn erzählen. Dann war natürlich definitiv ein Lost an der Stelle. Komm, jetzt kann es aber mal langsam zu Ende gehen. Wir haben drei Four Stars also drei Four Stars hochgelevelt. Das soll jetzt auch mal reichen dann langsam. Gebe nochmal schön Mana hier in die Ecke rein. Ich hoffe, dass ein Disruptor rauskommt.
Donkey kam nicht. Oh, mein Feld sieht aber richtig scheiße aus dieses Mal. Aber dafür holen wir sein Feld dieses Mal. Ja, mit Winning Streak gewinnen wir das. Wir verlieren nicht mehr mal unsere Winning Streak. So ist gut. GG. Also Rook sind wir, Junge. Ja gut, wir waren schon Queenie Season, ist eigentlich egal. Okay, das war nochmal eine schöne Season. Da, eine schöne. Oh, wir haben die Streak verloren. Wie ging das denn? Das war nochmal eine schöne Runde, meine ich. An die YouTube-Zuschauer lassen Sie gerne ein Like dafür, dieses wundervolle Forster OP-Team. Ich bin einfach fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.